Servus ihr Lieben, heute ein Video zum Thema Leistungsmessung. Wie kannst du schnell und unkompliziert die Leistung an deinem Fahrzeug berechnen und das Ganze ohne einen Prüfstand? Was brauchst du dazu? Eigentlich nur zwei Sachen, mein Excel-Tool und die Info über die tatsächlich eingespritzte Kraftstoffmenge. Das Excel-Tool findest du in der Videobeschreibung zum Download. Es dient zur Berechnung von Leistung in PS und Kilowatt sowie von Drehmoment als auch Delta-Werten. Du kannst damit den Seriendatenstand mit deinem Tuning-Datenstand vergleichen. Es visualisiert den Drehmoment und Leistungsverlauf und kann dir auch als nützliches Tool beim Aufbau deiner Applikation helfen. Zusätzlich habe ich das Tool bereits mit IQ-Werten einer Stage 1 auf den ASZ und den ARL gefüttert. Kommen wir zur Bedienung. Damit das Tool bediensicher und stabil bleibt, sind bis auf die rot umrandeten Zellen für die Eingabe der Kraftstoffwerte alle anderen Zellen gesperrt und geschützt. Hier trägst du deine Werte aus WinULS ein, aus dem Torque-Limiter. In Echtzeit ändert sich Leistung in Kilowatt und PS und Drehmoment in Newtonmeter. Vorgefüllte Werte entsprechen einer Stage 1 und können beliebig angepasst werden. Wie du an die Info über deine tatsächlich eingespritzte Kraftstoffmenge kommst, zeige ich dir jetzt. Erste Möglichkeit. So, lade dein File in WinULS oder EDC Suite und kopiere die Werte aus dem Torque-Limiter. Der Torque-Limiter sollte von der Hierarchie immer als erste Instanz gelten und somit am niedrigsten bedatet sein. Für mehr Infos dazu, schaut mein Video dazu an. Ihr öffnet also WinULS und ladet den Datenstand der Videoreihe Tuning Tutorial. Hier haben wir bereits gemeinsam einige Maps erstellt und eine davon ist der Torque-Limiter. Hier in der 2D-Ansicht eindeutig zu erkennen. Per Doppelklick öffnet ihr das Kennfeld. Dann markiere ich den Bereich zwischen 1000 und 4800 Umdrehungen und kopiere über STRG C die Daten. Danach wechsle ich zum Excel-Tool, wähle den richtigen Reiter ASZ aus und füge die Daten über STRG V in den rot markierten Bereich ein. Und da es sich bei den von mir kopierten Daten um einen Seriendatenstand handelt, decken sich die Kurven. Als Hinweis, die Werte des Torque-Limiters, also des Volllast-Kennfelds, entsprechen auch nur dann der tatsächlich eingespritzten Kraftstoffmenge, wenn der Datenstand sauber aufgezogen ist. In dem Fall ist der Datenstand Serie. Deswegen empfiehlt sich hier die zweite Methode. Vorausgesetzt, deine Einspritzkennfelder sind nicht verbogen und damit dekalibriert. Wie die zweite Möglichkeit, an deine Kraftstoffwerte ranzukommen, aussieht, zeige ich dir jetzt. Erstelle ein Logfile in VCDS. Wie das geht, zeige ich euch in einer Klickanleitung. Ihr öffnet VCDS, geht über die Stellgeräteauswahl in die Motorelektronik, wählt dort Messwertblöcke aus und es reicht Messwertblock 1 auszuwählen. Dort seht ihr die Einspritzmenge. Nun hast du die Info über die Kraftstoffmenge. Aufzeichnung aktivieren und schon geht es los mit deinem Log. Zusätzlich bietet sich an, Block 4 auszuwählen. Hier lässt sich schnell erkennen, ob Einspritzdauer und Förderbeginn dekalibriert sind. Denn das Tool funktioniert nur dann, wenn alle Parameter sauber kalibriert sind. Für mehr Infos dazu könnt ihr die Kommentarfunktion nutzen. Jetzt fütterst du das Excel-Tool mit den Daten.
Zum Vergleich habe ich hier einen Torque-Limiter aus einem ASZ eingefügt, den ich vor einigen Wochen abgestimmt habe, der mit einigen Upgrade-Teilen bestückt ist. Der Drehmomenteinstieg und der Verlauf wurden auf expliziten Wunsch des Besitzers so umgesetzt, was so für die Originalkupplung und das ZMS natürlich Belastungsgrenze ist. Gemessen wurde das Fahrzeug mit 205 PS und über 420 Newtonmeter. Zwei Sachen sieht man hier ganz gut. Einmal, dass mein Excel-Tool sehr konservativ ausgelegt ist, was den Faktor angeht, der für die Umrechnung der Kraftstoffmenge in Drehmoment zuständig ist und der vom Prinzip den Wirkungsgrad des Motors über das Drehzahlband beschreibt. Und die zweite Sache, die man erkennt, ist das, was ich oft predige, nämlich Folgendes. Zahlen bzw. maximale Werte auf dem Leistungsdiagramm sind nicht immer alles und sagen nur selten etwas über die Fahrbarkeit und Performance eines Fahrzeugs aus. Ich sage immer, das Wichtigste ist die Fläche unter dem Diagramm, sozusagen der Betrag bzw. die Arbeit, die der Motor verrichtet, was eine gute Applikation von einer schlechten unterscheidet. Je größer die Fläche, umso performanter das Fahrzeug. Siehe gelber Stern. Deswegen habe ich euch die zwei Delta-Zeilen eingefügt, in denen der Max-Delta-Wert für Leistung und Drehmoment automatisch hervorgehoben wird. Siehe gelber Pfeil. Wir haben zum Serienmoment von 310 Newtonmeter ein Delta von 122 Newtonmeter, was die Max-Werte angeht. Siehe lila Pfeil. Aber über den gesamten Drehzahlbereich betrachtet, bei 2750 Umdrehungen, einen Drehmomentzuwachs von fast 140 Newtonmeter. Siehe roter Pfeil. Das ist das, was bei einer soliden Abstimmung das Fahrzeug elastisch und kraftvoll wirken lässt. Hier ein Negativbeispiel. Ich habe mir über die Jahre angeeignet, meinen Fokus auf eine stetig ansteigende Leistungskurve zu legen, keine bauchigen Leistungskurven zu programmieren. Siehe dazu den gelben Pfeil. Das heißt, das Drehmoment so zu applizieren, dass über das gesamte Drehzahlband die Leistung stetig steigt. Das fährt sich nicht nur sehr angenehm, denn je höher du drehst, umso höher die Leistung. Dadurch fahren die Fahrzeuge etwas Otto-ähnlich, sondern du hast einfach nicht das Gefühl, siehe dazu grüner Pfeil, auf einem Leistungsplateau gefühlt ein langes Drehzahlband festzuhängen, ohne dass mehr Leistung kommt. Zudem liegt zwar ein Spitzenmoment an, aber nur sehr kurz. Siehe dazu das rote X. Das Geheimnis einer guten Applikation und eines schnellen Diesels ist die Leistungskurve. Wer keine WLS-Lizenz hat, dem zeige ich im nächsten Video, wie er mit EDC Suite trotzdem an seine Daten rankommt. Danke fürs Zuschauen. Äußert eure Anregungen, Wünsche und Kritik in den Kommentaren. Fleißig teilen, liken und abonnieren. Und bis zum nächsten Mal.